Mein Name ist Georg Weckwerth, ich bin künstlerischer Leiter von Tonspur Kunstverein Wien und verantwortlich für die Ausstellung Uwe Bresnik, Keith Rowe, The Music Before and Behind the Object, die am 2. Oktober in der Kunstwerkstatt Lienz beginnt und bis zum 29. Oktober hier zu sehen sein wird. Was wenige wissen, ist, dass Keith Rowe auch bildender Künstler ist und zusätzlich zu seiner Arbeit als Musiker über 5 Jahrzehnte immer auch bildnerische Arbeiten produziert hat. Und eine schöne Übersicht seiner Werke ist hier in dieser Ausstellung zu sehen, genauso wie eben ein Überblick über das Werk von Uwe Bresnik. Der Titel der Ausstellung verrät auch letztlich das Thema. Es geht um Musik, allerdings spielen wir hier keine Musik, sondern wir zeigen visuelle Musik. Und das ist ambitioniert, weil man als Besucher der Ausstellung ja mitbringen muss eine Imagination, dass man in den Werken, die hier ausgestellt sind, auch den Klang oder die Musik hinter den Objekten, hinter den Zeichnungen, hinter der Malerei, hinter installativen Arbeiten sieht. Dann sozusagen wird der Raum auch musikalisch, obwohl er eigentlich nur bilderisch bestückt ist. Zur Mahlers 10. Sinfonie habe ich dann diese Platte oder diese Aufzeichnung graviert und man sieht dort auch in der Ausstellung, man hört in dem Fall sogar in der Ausstellung eine Kooperation, da bin ich sehr stolz drauf, vom Keith Rowe, der wiederum Sinfonien von Mahler bearbeitet hat und die Aufzeichnungsgeräusche, also das Kratzen, sogar ein richtiges Scratchen kann man sagen, wie von einem DJ, hat er eingearbeitet in die Musikstücke von Gustav Mahler. We've collaborated on a number of occasions. The last one was in the Gustav Mahler house in Jihlava, where I remixed Mahler's symphonies and Uwe recorded a soundtrack of him scratching, making one of his characteristic discs. And we combined the scratching with the Mahler. So it's called Scratching Mahler. But that would be a typical way of us working, that I will produce something, then he will respond to it, or he will respond to something, or I respond to him, he responds to me, then we get completely confused about who's doing what, you know. Yeah. But it's essentially, we're in the same position of working in that space between the music world and the visual art world.